Nach der kurzen Durchschnaufpause mit der ein oder anderen Extra-Trainingseinheit geht es für den TVB Stuttgart am Donnerstag zum 6. Füchse Berlin. Für den Weltmeister von 2007, Johannes Bitter, ein ganz besonderes Spiel. Über die Stationen Alt-Jürgen und Wilhelmshaven ging es für Johannes Bitter in die Bundesliga zum SC Magdeburg, später bis zu dessen Insolvenz zum HSV Hamburg. Seit Winter 2016 spielt Jogi Bitter nun beim TVB Stuttgart. In dieser Zeit hat der Torhüter 499 Bundesligaspiele absolviert. Bis mir es jetzt gesagt wurde, hatte ich es überhaupt nicht auf dem Schirm. Das zählt man ja so nicht mit. Klar, das ist was Besonderes, 500 Bundesligaspiele. Das ist schon, da ist man schon bei einer geringeren Anzahl, die das erreicht hat. Von daher ist man stolz drauf. Aber es sollen noch ein paar dazukommen und mal sehen, wohin es noch geht. Denn aktuell macht Bitter das Handballspielen richtig Spaß. Nach seiner Verletzungspause im letzten Saisondrittel der vergangenen Spielzeit stabilisiert sich die Leistung des 36-Jährigen immer mehr. Genauso wie die Mannschaft wieder stabiler wirkt. Allerdings folgen jetzt natürlich auch zwei richtig schwere Aufgaben. Wir haben jetzt das Spiel in Berlin, dann kommt ein Heimspiel, was wir eigentlich nicht gewinnen können von der Papierform her. Magdeburg ist überragend zurzeit, aber trotzdem wissen wir, dass wir das drauf haben. Wir haben in den letzten Jahren auch viele große Mannschaften zu Hause ärgern können, manche sogar schlagen können. Und warum nicht gegen Magdeburg? Wir müssen da schnelle Spiele in dem Griff haben, aber vorher ist sicherlich in Berlin auch ein bisschen was drin. Wir haben viele, viele Verletzte und wir fahren dahin sicherlich, um nicht zu verlieren. Ein junger Hüpfer ist Bitter zwar nicht mehr, aber wie sein Weltmeisterkollege Mimi Kraus hat auch Bitter noch einiges vor. Die 18 Tore von Mimi gegen Hannover sind der beste Beweis dafür. Ja klar, der Mimi hat ein überragendes Spiel gemacht. Das war einfach phänomenal anzusehen. Man konnte ihm einfach den Ball geben und er hat ihn reingemacht, egal von wo. Das läuft nicht jede Woche so, das ist vollkommen klar, das weiß Mimi auch. Aber er hat natürlich auch viel Selbstvertrauen getankt jetzt die letzten Tage. Und ich hoffe einfach, dass wir insgesamt jetzt stabiler werden, auch mit dem Selbstvertrauen für die ganze Mannschaft aus so einem Sieg, was man daraus ziehen kann. Und dann wollen wir mal sehen, was in Berlin geht. Donnerstag 19 Uhr, Max-Schmeling-Halle. Wenn nichts Außergewöhnliches mehr passiert, wird Johannes Jogi Bitter dann zum 500. Mal in eine Bundesliga-Halle einlaufen. Dafür haben der TVB und Regio TV dann auch noch was vorbereitet. Also am Donnerstag unbedingt die sozialen Medien verfolgen.